heute stand in der Presse, dass Prism nur so die Spitze vom Eisberg ist. Das ist einfach das, wovor Aldous Huxley und all die anderen gewarnt haben. Das ist Brave New World, das ist 1984, nur viel schlimmer. Ja? Und deswegen kommt am Samstag, erzählt euren Freunden davon und von mir aus auch euren Feinden. Hauptsache sie kommen. Ja. Danke. Ja, genau. Agent Smith und Agent Smith sind jetzt bei mir. Wir haben gerade schon in den vorangegangenen Bildern gesehen, wie komische Leute komische Dinge in Düsseldorf gemacht haben. Könnt ihr kurz sagen, warum das passiert ist, was heute passiert ist? Ja, wir wollten heute mit diesem kurzen Flashmob auf die Prism-Demo am Samstag darauf hinweisen, die ja um 13.30 Uhr sich vorne auf dem Platz sammelt, wo wir gerade die Silhouetten und die NoPrism.de-Tags hinterlassen haben. Und die wird dann hier auf dem Platz, wo wir gerade dieses schöne Interview führen, enden bei der amerikanischen, beim amerikanischen Generalkonsulat. Genau. Genau, weil die sitzen da oben. Ich weiß nicht, ob der Wutzen mal kurz mit der Kamera, genau. Ihr könnt jetzt mal winken, eure Daten haben sie schon, jetzt können sie euch auch noch sehen hier unten. Ich kenne meine Bilder aus dem Internet. Ja gut, du, es ist, wer bei der Piratenpartei ist, der ist nicht schwer zu finden im Internet, aber selbst die, die nicht gefunden werden, werden ja gefunden, oder? Genau, das ist so. Und wir wollten heute eben auch aus Nordrhein-Westfalen heraus in Düsseldorf ein Zeichen setzen und die Leute auf unsere Demo am Samstag aufmerksam machen. Das ist uns, glaube ich, gerade eben sehr gut gelungen. Die Passanten waren doch sehr erschrocken und verwirrt, was da gerade abgeht. Und das war unser Ziel. Wir konnten viele Flyer verteilen. Und ich hoffe, dass heute waren ja auch einige vom Bündnis Occupy hier, dass wir die auch am Samstag begrüßen dürfen. Ja. Jetzt stellt sich eine Frage. Wir sitzen hier in Nordrhein-Westfalen, Landeshauptstadt, und wir reden über Prism, ein amerikanisches Überwachungsprogramm. Jetzt gucken da draußen im YouTube die ganzen Leute aus Deutschland zu und denken sich, was die Amis machen, was, ne? Was juckt es eine deutsche Eiche, wenn der amerikanische Eber sich daran juckt? Warum ist es für uns hier in Deutschland so wichtig, darüber aufzuklären, was das ist und diesen ganzen skandalösen Vorgang zu unterbinden? Alle Daten, die erhoben werden, auch in Deutschland, gehen über sehr viele Server in den USA, wo einige wenige große Unternehmen Zugriff darauf haben. Ich rede hier von Microsoft, Facebook etc. pp. Diese Unternehmen sind durch Prism dazu verpflichtet, quasi automatisch einem Suchalgorithmus der NSA Zugang zu gewähren. Und somit werden quasi rund um die Uhr alle unsere Daten ausgespäht, ohne dass wir es wissen, ohne Anscheinsverdacht, ohne richterlichen Vorbehalt. Und das ist etwas, was ich eigentlich nicht gutheißen kann. Hinzu kommt, dass ja, ich sag jetzt mal, der Herr Friedrich, unser Innenminister, doch durchaus schon Anwandlungen gezeigt hat, dass er sich so etwas auch für Deutschland wünscht. Und da sage ich einfach, nee, so etwas möchte ich nicht. Ich möchte keine totale Überwachung. Genau das ist auch das Problem, das du gerade eben in deiner Frage angeschnitten hast. Prism oder BDA, das klingt alles so harmlos. Prism, mich hat das als erste Mal so ein bisschen an das Wort Gefängnis oder so erinnert. Aber Oma Paschulke auf der Couch, die vielleicht dieses YouTube-Video über ihren Enkel sehen wird, hat überhaupt keine Ahnung, was das ist. Die denkt sich einfach, okay, da werden irgendwelche Datensätze vielleicht gescannt, da werden irgendwelche E-Mails gelesen. Aber das ändert doch nichts. Ich kann doch trotzdem bei dem schönen Wetter hier spazieren gehen oder wie die Gaga sich gerade die Beine kühlen, ein Eis essen gehen. Mein Leben ändert sich nicht. Und das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe von uns. Das ist einfach bei den 80 Millionen Menschen noch nicht angekommen, was da eigentlich auf uns zukommt. Es klingt einfach so sehr nach Science Fiction, dass wir wirklich den Menschen erklären müssen, inwiefern sie persönlich betroffen sind. Und zwar jetzt und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Das ist quasi das Äquivalent, als wenn rund um die Uhr alle Telefongespräche überwacht werden. Jeden Brief, den ich von zu Hause aus verschicke, wird erstmal geöffnet, eingescannt und nach irgendwelchen Suchparametern durchsucht. Beim Briefgeheimnis ist das ein Riesending. Wenn jeder Brief in Deutschland geöffnet werden würde, würden sich sehr, sehr viele Menschen aufregen, weil sie das Briefgeheimnis als eines ihrer Bürgerrechte wahrnehmen. Seltsamerweise übertragen wir diese Bürgerrechte nicht auf das digitale Zeitalter. Dort gehen sie uns irgendwie abhanden. Und ich möchte die liebgewonnenen Bürgerrechte irgendwie ganz gerne in digitales Zeitalter retten. Und zurzeit macht das keine Partei. Ja, wenn man auch sich mit Leuten aus der ehemaligen DDR unterhält, die dann sagen, man hat immer das Knacken im Telefon gehört, der Blockwart hat einen überwacht, man wusste nicht mehr, was man sagen kann, was man sagen darf. Heute bei ZDNet gab es einen schönen Artikel darüber, dass es ja nicht nur das Problem ist, was jetzt gerade ist, sondern sie speichern das. Wenn man in 10 Jahren irgendwann auf die Straße geht und sagt, das ist scheiße, haben die alle Daten von vor 10 Jahren. Mein Schlusskommentar ist einfach, wir leben in einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft und da möchte ich auch weiterhin drin leben. Wenn diese freiheitliche, demokratische Gesellschaft
aufgegeben wird für den Anschein von Pseudosicherheit durch Überwachung, dann ist das, glaube ich, nicht mehr die Gesellschaft, in der ich leben möchte. Ich möchte in einer freiheitlichen Gesellschaft leben. Und nach und nach werden Sicherheitsapparate wie NSA, BND mit der Polizei und anderen Organen verknüpft. Es werden immer weiter neue restriktive Gesetze erlassen, die uns in unserer bürgerlichen Freiheit vor allem im Internet einsperren und beschränken. Das möchte ich nicht, das kann ich nicht gutheißen. Gut, und du, Melanie? Ich wünsche mir, dass die Menschen sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Dass sie nicht bloß denken, ach Prism, was berührt mich das, was habe ich damit zu tun, ich habe doch nichts zu verbergen. Sondern wirklich einmal darüber nachzudenken, welche Errungenschaft das in unserer Demokratie ist, frei zu sein und was es bedeutet, wirklich überwacht zu werden. Was das für unsere Bürokratie und auch für unser Miteinander bedeuten wird. Und ich hoffe, dass möglichst viele am Samstag zur Demo kommen und mithelfen aufzuklären. Wenn ihr der Meinung seid, dass das skandalös ist und euch dieses Video gefallen hat, teilt das, verbreitet es, damit die Leute erfahren, was dieses Überwachungsgehabe der Amerikaner und auch von uns Deutschen sind. 100 Millionen bereitgestellt worden, dass der BND das auch darf. Bedeutet, teilt dieses Video, verbreitet die Kunde und kommt am Samstag nach Düsseldorf. Danke.